So, meine Damen und Herren, wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Jan Benedikt, ich bin ein Physiker hier vor Ort aus der Uni und ich freue mich hier, Sie herzlich zu willkommen zu dieser Veranstaltung, dieser Vortragsreihe. Das ist schon der vierte Tag damit. Ich sehe viele junge Leute, ich freue mich. Sie sind sicherlich traurig, dass Sie nicht in der Schule sitzen dürfen, aber Sie werden es sicherlich nicht bedauern, weil hier wird auch Wissen vermittelt. Wir haben einen Gast aus Bremen, Dr. Jens Kube. Er ist ein promovierter Astrophysiker, also Wissenschaftler auf einer Seite, aber schon seit 2003 macht er Wissenschaftskommunikation, zuerst an verschiedenen Institutionen, zum Beispiel an DESY in Hamburg, aber schon seit 8 Jahren auch selbstständig tätig. Und er war schon mehrere Jahre bei den Highlights dabei und ich freue mich, dass er heute seine zwei Rollen, Wissenschaftskommunikation, aber auch Forschung, hier kombinieren kann und er wird etwas über Leben im Universum heute erzählen. Bitte schön, Jens. Prima. Dankeschön, Jan. Ja, ich freue mich, dass ihr so erwartungsvoll hier seid und Erwartung ist genau das, was ich als erstes mal von euch wissen möchte. Mit welcher Erwartung seid ihr hergekommen? Ich bitte euch mal alle aufzustehen. Genau, auf die Art werdet ihr nämlich auch wach. Das ist wunderbar zu so einer frühen Zeit. Und diejenigen von euch, die glauben, die Erde ist der einzige bewohnte Planet im ganzen Universum, die setzen sich jetzt bitte wieder hin. Die Erde ist der einzig bewohnte Planet im Universum. Wer das so vermutet vom Gefühl her, setzt sich wieder hin. Okay, glaubt ihr nicht. B, es gibt einige wenige andere bewohnte Planeten im Universum. Wer das glaubt, darf sich wieder hinsetzen. So, und die jetzt noch stehen, die glauben dann wohl C, es gibt zahlreiche weitere bewohnte Planeten. Ihr dürft euch auch wieder hinsetzen. Dankeschön. Ja, dann wollen wir doch mal gucken, ob wir im Laufe der nächsten 40 Minuten eine etwas solidere Antwort auf diese Frage bekommen können. Ist das tatsächlich so? Was macht einen Planeten bewohnbar? Das können wir uns überlegen. Sieht ja ganz schön aus, wenn bei uns irgendwas lebt, so ein Weinrebe auf dem Dachgarten. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen Wärme. Ein bisschen zu viel Wärme schadet auch. Also ich werde im Laufe der Zeit hier immer feuchter werden. Licht brauchen wir, haben wir hier auch. Und Wasser, das ergibt sich so. Also das sind die drei Punkte, die wir brauchen. Sowas haben wir offensichtlich auf der Erde, deshalb sind wir hier und deshalb lebt hier auch alles. Auch wenn man es nicht will, Kühlschrank oder so, da will man das ja nicht immer. Wir brauchen also einen Stern, der eine richtige Temperatur für uns besorgt. Wir brauchen einen Planet, der sich im richtigen Abstand von diesem Stern befindet, damit die Temperatur passt. Und wir brauchen noch die richtige Zusammensetzung. Damit wir Wasser haben können, brauchen wir Wasser. Wir brauchen Gestein, um eine Oberfläche zu haben, wenn wir so etwas Ähnliches erzeugen möchten, wie das Leben, was wir hier kennen. Um jeden Stern herum gibt es einen Bereich, wo diese Bedingungen potenziell zutreffen könnten. Also wenn wir uns die Sonne anschauen, da gibt es ja eine Reihe von Planeten und die inneren vier, Merkur, Venus, Erde und Mars, sind so dicht dran, dass es zumindest nicht zu kalt ist. Und einer der Planeten, nämlich die Erde, auf der wir uns befinden, ist genau in diesem Bereich, wo wir normalerweise flüssiges Wasser haben. Klar, an den Polen ist es ein bisschen kälter, da ist es dann auch mal fest, noch ein paar Jahrzehnte. Und gasförmig haben wir es auch in der Atmosphäre. Das ist ganz praktisch, dass man diesen gesamten Bereich von 0 bis 100 Grad oder von festem Eis bis hin zu Dampf hat. Aber vor allem das Flüssige ist wichtig. So, jetzt müssen wir uns fragen, welche Sterne kommen überhaupt in Frage, um einen nennenswerten Bereich von solchen Temperaturen zu haben. Ein paar andere Faktoren kommen auch noch mit rein. Unsere Sonne hat die angenehme Eigenschaft, dass sie im Wesentlichen nur Licht und Wärme liefert, ein bisschen Röntgenstrahlung, aber sonst nichts Unangenehmes. Andere Sterne sind da ein bisschen brutaler. Unsere Sonne ist ein relativ gewöhnlicher Stern oder wie wir Astronomen sagen, ein G-Stern. G für gewöhnlich. Es gibt noch andere. O sind die, Oberschnellen heißen hier die O-Sterne. B heißen dann die nächsten. Ganz komische Reihenfolge. Also der Astronom zählt nicht A, B, C, D, sondern O, B, A, F, G, K, M. K und M sind noch kälter und kleiner, das sind hier hinten sowas wie AC Doradus B. Also die Sonne ist hier so ein ganz gewöhnlicher Stern, nach hier unten wird es noch kälter und all diese Sterne sind gar nicht mal so ungeeignet, um da potenziell Planeten drum zu haben, die bewohnbar sind. Die Frage ist jetzt nur, wie können wir die entdecken?
Und dass das ein Problem ist, das können wir uns mal mit einem kleinen Experiment anschauen. Ich habe hier ein Smartphone, was euch anleuchtet. Wer von euch kann mir denn sagen, wie viele Kameraaugen mein Smartphone neben dieser Lampe hat? Du kannst das sehen, ihr beide könnt das sehen, ihr da hinten keine Chance, ne? Weil, ist halt so hell. Wenn ich das hier zuhalte, kann man es vielleicht erahnen, zumindest mit dem Fernglas. Zwei waren das hier. Kein Geld für ein dreikammeriges Handy, selbstständig und so. Auf Sterne gesehen haben wir das gleiche Problem. Sterne sind so wahnsinnig weit weg, dass wir bei den allermeisten Sternen mit den größten Teleskopen, die wir ranhalten, immer noch einen Punkt sehen. Der Punkt ist dann verwaschen wegen Luftunruhe und anderer Effekte. Wir können also nicht sagen, wenn das ein Stern ist, ist da drumherum noch ein Planet. Ein Planet ist ja auch viel, viel dunkler, leuchtet nicht selbst. Sterne leuchten selbst, Planeten werden nur angeleuchtet. So, jetzt kann ich euch sagen, auf dem Bild ist ein Stern und ein Planet zu sehen. Ich gehe nochmal zurück. Irgendwer den Unterschied gesehen? Nee, ne? Nur Stern, Stern mit Planet. Was wir machen können, ist natürlich uns überlegen, wie sieht der Stern aus, und wir ziehen einfach mal sowas wie einen durchschnittlichen Stern ab und siehe da, mit ein bisschen Fantasie könnt ihr vielleicht erahnen, dass da so rechts oben ungefähr auf 2:30 von der Uhrzeit gesehen so ein kleiner Blob ist, ein kleines Stückchen zu viel Licht. Das ist simuliert. Wenn man das mit echten Sterndaten macht, dann kann sowas so aussehen, ganz viel Rauschen. Und Astronomen sind gut darin, Rauschen rauszufiltern. Also wenn man einem Astronomen einen Datensatz mit Rauschen zeigt, dann sagt er sofort Katze, Hund, Maus, Schmetterling, Stern, Planet, sieht man alles da drin. Und B, C und D sind eben Punkte, die ein bisschen mehr sind als Rauschen. Das sind Planeten. Ein bisschen deutlicher wird das bei einem anderen Planetensystem, Fomalhaut B. Da hat man 2004 eine Aufnahme gemacht und 2006. Und in diesem ganzen Rauschen sieht man zwei Rauschpunkte, die eben ein bisschen mehr sind als nur Rauschen, die sich von 2004 bis 2006 um so 4-5 Pixel verschoben haben. Und man sieht eben vorne, der Stern selbst wurde rausgerechnet mit mathematischen Tricks. Also reingezoomt sind das die beiden Pixel, um die es geht. Das ist ein Bild von einem Planeten um einen anderen Stern. Also check, wir haben mindestens einen Planet um einen anderen Stern schon mal direkt gesehen. Sieht nicht so spektakulär aus. Die meisten Astronomieinstitute haben dann Zugriff auf Künstler, die daraus dann sowas machen. Also so ist dann die künstlerische Vorstellung von solchen Planeten um andere Sterne. Ganz wichtig, wenn ihr solche Bilder seht, das sind nie echte Fotos von Sternen und Planeten und so weiter. Das sind alles immer künstlerische Aufnahmen. So sieht das da draußen nicht aus. Ist aber besser anschaulich. Jetzt müssen wir ein bisschen ausholen für die nächste Methode, weil das ist nicht befriedigend. Wir haben gesehen, das geht nur, wenn wir einen Stern wegnehmen können. Das geht nur bei Planeten und Sternsystemen, die ganz dicht an uns dran sind, also nur so ein paar Lichtjahre, und wo die Sterne ziemlich weit, die Planeten, Entschuldigung, ziemlich weit außerhalb liegen. Wir wollen aber vielleicht an. Also die Erde zum Beispiel, neben der Sonne, könnte man nicht entdecken mit unseren Methoden, selbst wenn wir auf dem nächstgelegenen Stern unser Teleskop hinstellen würden. Also Außerirdische, die an uns dran wären, könnten uns mit der Methode nicht entdecken. Wir müssen anders vorgehen. Ich hole etwas aus. Ein Stern, wenn ihr euch den tagsüber anschaut, die Sonne, vorsichtig, bitte nicht reingucken direkt, sondern nur mit irgendwelchen Sonnenbrillen oder Filtergläsern. Und ist erstmal ein gelber Ball. Den gelben Ball können wir aber mit einem Spektralapparat zerlegen. Das kann ein Prisma sein, und ein bisschen technische Tricks können wir als Astronomen da auch ranpacken. Und wenn man das ein bisschen perfektioniert, sieht das Gerät dann in Wahrheit eher so aus, mit dem man das Licht zerlegt. Und dann finden wir sowas. Das Licht des Sterns beinhaltet also blaue Anteile, grüne Anteile, rote Anteile. Gelb gibt es in dem Sinne gar nicht so richtig, da wo Natrium D steht, also NAD, sieht man sowas. So, die Linie darunter, für diejenigen von euch, die sowas nicht direkt interpretieren können, zeigt einfach, wie hell ist das in einem bestimmten Wellenlängenbereich oder in einer bestimmten Farbe. Da sehen wir, das ist nicht nur einfach glatt, da gibt es solche Striche drin. Wo kommt sowas her? Ein Stern erzeugt seine Energie im Innern. Und wenn ich jetzt vom Stern praktisch die äußere Schicht abkratzen würde und nur das anschaue, was an Licht aus dem Inneren herauskommt, dann sehe ich eine glatte Lichtkurve. Dann würde ich solche Striche nicht sehen. Ihr habt bestimmt auch schon mal Fotos von der Sonne gesehen, mit so tollen Teleskopen aufgenommen. Da sieht man, dass rund um die Sonne aber auch so eine Schicht ist, wo es so ein bisschen brodelt. Das ist die Sonnenatmosphäre. Und wenn ich jetzt nur ein Spektrum dieser Sonnenatmosphäre aufnehmen würde, dann würde ich Linien sehen. Blaue, gelbe, grüne, gelbe nicht, blaue, grüne, rote Linien, Emissionsspektrum. Das ist ungefähr das Gleiche, was wir sehen würden, wenn wir diese Leuchtstoffröhren, die hier an der Decke sind, mit so einem Spektralapparat anschauen. Wir sehen also Linien, wenn wir nur die Atmosphäre anschauen. Wenn wir jetzt aber einen entfernten Stern anschauen, sehen wir beides. Wir sehen den Stern, der ein durchgehendes Spektrum hätte, und wir sehen die Atmosphäre. Und die Atmosphäre hat dann die Eigenschaft, dieses Licht aus dem kontinuierlichen Spektrum rauszuziehen. Wir sehen also dunkle Linien.
ja? Wo H Gamma steht, wo H Beta steht, wo H Alpha steht. Das ist einer von den A-Sternen. Die A-Sterne sind da besonders anspruchslos, deshalb A. Die haben große, fette, dicke Linien. Sterne wie unsere Sonne haben viel feinere Linien. Da ist die Atmosphäre viel komplizierter aufgebaut. Wir sehen also sehr, sehr viele Linien da drin. Was hat das Ganze jetzt mit der Entdeckung von Planeten zu tun? Komme ich gleich drauf. Also haltet mal im Hintergrund, Sterne haben solche Spektren mit Linien drin. Das ist für uns das Wichtige. Wenn ein Planet um einen Stern kreist, dann gibt es Kräfte zwischen dem Planeten und dem Stern. Ja, können wir uns vorstellen, wenn ich jetzt hier irgendwie noch mit wem tanzen würde und mich auf der Bühne hin und her bewegen würde, hier wäre mein Planet, dann ziehe ich an dem Planeten eine Kraft drauf, der Planet bewegt sich, hat eine gewisse Geschwindigkeit. Umgekehrt hat aber auch der Stern vom Planeten eine Kraftwirkung, Kraft gleich Gegenkraft. Das heißt, auch der Stern wird vom Planeten ein ganz kleines bisschen hin und her geruckelt. Das ist nicht viel. Aber, oh Wunder, ich werde euch gleich zeigen, das kann man messen. Wir sehen nämlich, dass die Linien von einem Stern, wenn ein Planet rund um einen Stern sich kreist, hin und her verschoben werden. Wie kann das passieren? Diese Linien sind an bestimmten festgelegten Orten. Die hängen vom Material ab. Sehen wir auch bei den Leuchtstoffröhren, je nachdem, welches Gas da drin ist. Ist jetzt ein bisschen vereinfacht gesagt, leuchten die in anderer Farbe. Ihr kennt das vielleicht von diesen gelben Natriumdampflampen, die leuchten halt gelb. Aber wenn ich jetzt sehr schnell auf so eine Natriumdampflampe zurennen würde, dann würde die plötzlich blau werden. Wenn ich weit wegrenne von so einer Natriumlampe, dann ist die nicht mehr gelb, dann ist die rot. Der sogenannte Doppler-Effekt, man kennt das vom Schall, wenn ein Auto an einem vorbeifährt, haben wir typischerweise eine Änderung der Frequenz. Das Auto kommt auf mich zu, der Ton wird höher und fährt dann von mir weg, dann wird der Ton niedriger. Kannst du mal so ein Geräusch nachmachen? Auto fährt vorbei? Rum, genau, da haben wir dieses Hochgehen und dann fährt es weiter weg. Dann wird der Schall langsamer. Das Gleiche passiert mit den Positionen unserer Linien. Also, wenn der Stern auf uns zukommt, weil der Planet sich gerade von uns wegbewegt, dann sehen wir die Linien des Sterns Richtung Blau verschoben. Das war jetzt gerade eben der Fall. Jetzt ist der Planet hinter dem Stern, jetzt kommt der Planet auf uns zu, umgekehrt bewegt sich der Stern ein ganz kleines Stück von uns weg. Seine Spektrallinien werden Richtung Rot verschoben. Das sind die tieferen Töne für das Licht. Und das Tolle ist, das können wir messen. So typische Messdaten sehen dann so aus. Mit diesem Gerät, was so kompliziert aussah, da kommen dann auch so komplizierte Daten raus und wir sehen ganz, ganz viele solcher Linien. Die kann man alle in ihrer Position vermessen. Wir wissen immer, wo müssten die liegen, wo sehen wir sie tatsächlich und bekommen einen Reigen von sich verschiebenden Linien. Und diese verschiebenden Linien können wir in eine Geschwindigkeit umrechnen, denn wenn das Auto langsam an uns vorbeiführt, macht es halt nur. Wenn es schnell fährt, ist es, geht der Ton viel tiefer runter. Für Licht aufgetragen sieht das dann zum Beispiel so aus. Wir sehen, dass der Stern sich hier mit 10 Metern pro Sekunde auf uns zubewegt, von uns wegbewegt, ist ein positiver Wert, und dann etwas später mit 10, 15 Metern pro Sekunde von uns weg, auf uns zu, von uns weg und das Ganze rhythmisch. Das deutet darauf hin, dass um diesen Stern sich etwas befindet, was an ihm rüttelt, und das interpretieren wir als Planet. Und das Schöne ist, sowas kann man dann auch umrechnen in, wie schwer ist dieser Planet, wie weit ist er weg, mit ein bisschen Mathematik. Das erste Mal gelungen ist das 1995, den Kollegen Mayer und Kelos, die dann einen Jupiter-ähnlichen Planeten um einen sonnenähnlichen Stern entdeckt haben. Und nur 24 Jahre später hat sich das Nobelkomitee entschieden, den beiden dafür den Nobelpreis für Physik zuzuerkennen. Also so können wir Sterne entdecken. Das ist die sogenannte Spektralmethode. Das Schöne daran ist, die ist völlig unempfindlich oder robust dagegen, wie weit der Stern weg ist. Wenn der Stern nur hell genug ist, dass wir ein Spektrum aufnehmen können, dann können wir relativ kleine Bewegungen dieser Sterne von nur wenigen Metern pro Sekunde, das ist nicht viel. Also wenn der Stern sich so schnell bewegt, können wir das sehen im Spektrum. Ja? Das ist sichtbar. Meter pro Sekunde. Und das in Lichtjahren Entfernung. Das ist eine gigantisch gute Auflösung. Also wir können da eine ganze Menge. Es gibt eine zweite Variante, die sehr erfolgreich in der Planetenentdeckung ist, wie wir in Kürze sehen werden. Manchmal gibt es nämlich die Situation, wir können das nochmal simulieren mit dem Handy, also ihr wisst jetzt natürlich, da ist hier Licht und der Stern. Jetzt lasse ich einen Planet um mein Handy kreisen. Seht ihr nicht. Jetzt kippe ich aber die Bahn. Jetzt lasse ich den Planet hier um mein Handy kreisen. Und da seht ihr, alle paar Bewegungen wird die Lampe abgedeckt. Gibt es das auch im Universum? Klar.
können wir bei uns sehen. Ab und zu mal, das ist ein Bild unserer Sonne, habe ich 2004 aufgenommen, wir sehen rechts oben einen Sonnenfleck, der ist so ein bisschen unscharf, und wir sehen da links unten ein Loch. Das ist kein schwarzes Loch oder sowas, sondern das ist Venus. Venus ist der Planet, der eins dichter an der Sonne ist als die Erde. Und weil alle Planeten in einer Ebene sind, passiert es ab und zu mal, dass die Venus von unserer Sicht aus gesehen vor der Sonne vorbeifährt. Das ist hier passiert. Wir sehen, der Sonne fehlt einfach ein Stück Licht. Können wir messen. Wenn wir schon sagen können, dass wir Meter pro Sekunde in Lichtjahren Entfernung messen können, dann ist es natürlich völlig einfach zu gucken, wie viel ist denn die Sonne hier dunkler, weil sich da ein Planet davor bewegt. Können wir auch mit entfernten Sternen machen. Das ist eine wieder künstlerische Darstellung. Wenn so ein Planet am Stern vorbeigeht, sieht genauso aus. Können wir uns auch mal so anschauen. Wir sehen also, der Planet bewegt sich hier. Und das geht halt nur, wenn wir genau auf die Bahn dieses Planetensystems schauen. Und hier, schwupp, wird ein Teil der Sonne abgedeckt, es wird dunkler. Dann wird es wieder ein bisschen heller, auch weil wir die beleuchtete Seite des Planeten zusätzlich sehen. Und wenn dann der Planet hinter dem Stern vorbeigeht, sehen wir auch so einen kleinen Dip, wie wir das Ganze nennen, so einen kleinen Einbruch in der Helligkeit und können das möglicherweise gut messen. Das Problem ist, wir wissen nicht, wo sollen wir hingucken. Es gibt ja so viele Sterne, allein schon in unserer Milchstraße. Wir müssten, um auf die Art Planeten zu entdecken, jeden Stern dauernd beobachten und gucken, oh, da ist jetzt ein Dip. Können wir das? 2009 wurde eine Weltraummission gestartet, der Kepler-Satellit, der genau darauf spezialisiert war. Zwar nicht alle Sterne anschauen, aber in einer bestimmten Gegend möglichst viele Sterne dauernd anschauen. Das war das Missionsziel. Die Kamera dieses Satelliten hat solche Aufnahmen gemacht. Ich habe gesagt, Astronomen mögen so rauschige Dinge. Hier ist aber jeder Punkt ein Stern. Von diesem Stern wurde dauerhaft die Helligkeit vermessen. Und wer sich so ein bisschen am Himmel auskennt, ich habe schon gehört, dass hier so eine Astronomie-AG anwesend sein könnte, kennt auch dieses Himmelsfeld. Wir befinden uns hier zwischen Schwan und Leier, so ungefähr da, wo das Sommerdreieck sich befindet. Dort ein Sternfeld, was etwa so groß ist, wenn man an den Himmel guckt, was dauerhaft beobachtet wurde. Von 2009 bis 2018 lief diese Mission. 2009 gestartet. 2012, 2013 hatte man damals gehofft, findet man wohl die ersten erdähnlichen Planeten. Gut, das ist da die Hoffnung. Wir sehen in diesen Punktwolken also im Idealfall solche Daten. Das war kurz nachdem der Satellit angeschaltet wurde, 2009. Und da passiert genau das, was wir gesagt hatten. Wir sehen eine Lichtkurve, die so geschwungen ist, weil wir vom Planeten mal die beleuchtete, mal die unbeleuchtete Seite sehen und diese Ticks, diese fehlenden Daten oder die fehlende Helligkeit, wenn der Planet vor der Sternscheibe entlanggezogen ist. Wir kommen gleich wieder darauf zurück. Wir kennen jetzt also drei Entdeckungsmethoden bisher, um Planeten um andere Sterne zu erkennen. Direktes Foto klappt selten, weil Sterne so hell. Spektren, weil die Planeten an den Sternen zerren. Und Bedeckung, weil wir zufälligerweise genau in die Richtung gucken, wo die Planeten um den Stern kreisen. Eine vierte Methode gibt es noch. Auch da hilft der Zufall, wenn nämlich zufälligerweise, nein, anders, ein bisschen ausholen. Raumkrümmung Einstein, hat jeder bestimmt schon mal gehört, mindestens auf den Highlights der Physik. Und wenn nicht, geht ihr nochmal zum Rathaus oder lasst euch das noch genauer erklären. Aber Licht kann sich auch auf nicht geraden Wegen bewegen. Dann, wenn eine große Masse irgendwo ist, krümmt die den Weg des Lichtes, weil der Raum gekrümmt ist. Das hat dann zur Folge, dass die große Masse als sogenannte Gravitationslinse wirkt und hat den Effekt, wir sehen das hier in einem extragalaktischen Beispiel, also in einer fernen Galaxie, wenn ich diesen großen gelben Punkt anschaue, das soll eine schwere Masse sein, die lenkt den Weg des Lichtes um. Das Licht kommt auf dem gelben Pfad zu uns und für uns sieht das Licht der da hinten liegenden Galaxie dann so aus, als käme es von zwei Orten oberhalb und unterhalb dieser Galaxie. Das hat insbesondere, das gibt es am Himmel auch tatsächlich sehr häufig, gibt wunderschöne Bilder. Wir sehen hier eine Aufnahme, wo wir ganz entfernte Galaxien sehen und die zeigen tatsächlich solche bogenförmigen Strukturen. Vielleicht noch ein bisschen deutlicher auf dem Bild, sogenannte Einstein-Ringe, also was da Bögen sind. Das ist nicht in Wahrheit krumm, sondern das ist eine ganz normale Galaxie, wie man die so kennt, als Spirale, die aber durch die davorliegende, sehr massereiche Galaxie verbogen ist. So ein bisschen wie wenn man durch ein Sektglas auf ein Blatt Papier guckt. Das gibt einen ganz ähnlichen Effekt. So, was hilft uns das für die Planetenentdeckung? Wenn ein Planet, ein Stern mit einem Planet vor einem hinterliegenden Stern vorbeizieht, dann lenkt auch dieser Stern, auch wenn er keinen Planet hat, das hintenliegende Licht ab. Dadurch wird, wie durch so ein Brennglas, das Licht des hinterliegenden Sterns einen kleinen Moment heller und dann wieder dunkler. Das passiert relativ selten, weil es muss genau passen. Stern,
Stern und die ziehen voreinander vorbei, dann wird es für uns an der entsprechenden Stelle heller. Wenn nur ein Stern da ist, wird das schon heller. Wenn jetzt aber Stern und Planet da ist, dann macht sogar der Planet so eine kleine Gravitationslinse. Wir würden also nicht nur eine Helligkeitssteigerung durch den vorbeiziehenden Stern sehen, sondern noch einen zweiten kleinen, so eine kleine Spitze in den Daten. Und siehe da, das hat man auch tatsächlich beobachtet. Zum Beispiel hier sehen wir ein sogenanntes Microlensing-Event, Mikrolinse, also kleine Linse. Erst einen starken Helligkeitsanstieg, weil ein Stern vor einem hinterliegenden Objekt vorbeigezogen ist. Und dann sehen wir hinten rechts diesen ganz kleinen zusätzlichen Hubbel. Auch das ist ein Planet, der uns ein Signal gegeben hat. Sehr viel Zufall notwendig. Also vier Arten, Planeten zu entdecken, können wir uns überlegen. Direkte Abbildung, die Radialgeschwindigkeit mit dem Doppler-Effekt, der Transit, also das Vorüberziehen und das Microlensing. Und jetzt gucken wir mal auf den Stand der Daten 2009, bevor diese Kepler-Mission gestartet ist. In dieser Darstellung sehen wir nach rechts aufgetragen sowas wie den Abstand der bekannten, bis dahin bekannten Planeten von ihrer Sonne, aufgetragen so, dass der Abstand etwas mit der Temperatur zu tun hat. Also die Erde liegt dabei 1, weil das gerade die Temperatur ergibt, die wir auf der Erde haben. Äquivalenzabstand nennen wir das dann. Und nach oben aufgetragen sehen wir die Masse der Planeten. Diese hier, unsere Frage ist ja, sind wir allein im Universum? Diese Planeten hier sind zu dicht an ihrer Sonne dran, an ihrem Stern dran, um auch nur ansatzweise die Frage allein mit Ja beantworten zu können. Die sind einfach zu heiß. Die hier draußen sind zu kalt. Da sind wir nämlich Venus, Erde, Mars. Das sind die drei gelben, die ich hier eingetragen habe. Da sind wir bei den dreien. Bei uns diese ungefähr von der Temperatur, wenn sie keine Atmosphäre hätte, die Venus hinkommen könnten, dass man da, naja, flüssiges Wasser mit nicht allzu großem Aufwand erzeugen könnte. Und dann haben wir noch hier die Planeten, die zu schwer sind. Das sind so Gasriesen, Jupiterartige Planeten. Da will auch keiner drauf wohnen. Sind die Immobilienpreise nicht gut. Also Stand 2009, es gibt maximal Venus, Erde, Mars, die ungefähr erdähnlich sind. Da fragt man sich natürlich, war man da enttäuscht? Werdet ihr enttäuscht? Glaub schon. Aber wo haben wir bis dahin überhaupt gesucht? Wir haben, wenn hier unsere Milchstraße zu sehen ist, also unser Sternensystem, unsere wunderschöne Balkenspirale, hier ist die Sonne in einem langweiligen westlichen Spiralarm, im Prinzip nur in einem Bereich geschaut, der maximal 300 Lichtjahre von uns entfernt in eine bestimmte Richtung war. Wir gucken auch nur in eine Richtung mit Kepler, hatten wir ja auch gesagt. Also wir haben erst einen ganz, ganz kleinen Bereich unserer planetaren, unserer galaktischen Umgebung angeschaut. Das war also der Stand bis 2009, ist der Satellit gestartet. Ab 2011 gab es Daten. In diesem Plot seht ihr, wie viele Planeten bis zu welchem Jahr, also Planeten um andere Sterne, entdeckt wurden. Und das sah bis 2009 schon toll aus, weil Steigerung. Aber dann kamen die Daten von Kepler dazu und in grün eingetragen hier seht ihr Planeten, die durch diese Bedeckungsmethode hauptsächlich durch Kepler entdeckt wurden. Und da gab es einen gigantischen Anstieg. Wir sind, ich habe vorhin nachgeschaut, also die Folien, die Plots sind relativ aktuell, 21. September 2023. Wir sind heute bei 5523 bekannten Planeten um andere Sterne, die gesichert sind, wo wir wirklich wissen, das sind Planeten. Was sind das für welche? Wir schauen wieder in so ein schönes wissenschaftliches Diagramm rein. Das sind welche mit einer Umlaufsperiode von weniger als einem Tag, ganz links in dieser Darstellung, bis hin zu mehreren 10.000, 100.000 Tagen. Also wir kennen Planeten, die sind dicht dran an ihren Zentralsternen und welche, die sind weit weg. Wir kennen welche, die sind sehr leicht, die haben Massen von nur 1% der Jupitermasse ist hier aufgetragen. Das sind also solche steinigen Planeten wie die Erde, bis hin zu 10, 20, 30 Jupitermassen, also Planeten, die noch größer sind als Jupiter. In so einem Diagramm ist das Ganze nicht so schön anschaulich. Es gibt eine andere Klassifikation von PHL, Planetary Habitable Lab, entworfen. Und zwar steckt da drin die Spektralklasse des Zentralsterns. Ich hatte schon gesagt, das sind O, B, A, F, G, K oder M. Die Temperatur auf der Oberfläche des Planeten ganz grob eingeteilt, nämlich in heiß, warm und kalt. Und die Größe. Und die Größe gibt es in sechs Kategorien. Mini-Terran, Subterran, Terran, Super-Terran, Neptunartig und Jupiterartig. Um das mal klar zu machen, in unserem Sonnensystem ist Merkur dann G Mini-Terran heiß, also kleiner als die Erde und heiß, weil zu dicht dran. Alle sind G, weil unser Zentralstern, die Sonne, ein G-Stern ist, bis hin zur Erde, die halt G-Terran warm ist, sowas suchen wir. Oder wir suchen was, um die Frage zu beantworten, sind wir allein oder nicht,
auf jeden Fall irgendwas, was terran und warm ist. Das muss gar nicht zwingend um einen G-Stern sein, es kann ja auch um einen K- oder einen M-Stern sein. Und naja, nach der Klassifizierung gibt es natürlich dann auch Klasse-M-Planeten, die von der Föderation der Planeten auch als Klassifikation für bewohnbare Planeten in der Science-Fiction-Serie Star Trek verwendet wurden. Also M-Planeten sind durchaus denkbar, wenn es denn M-Terran oder Superterrane und Subterrane gibt. Stand 2009, da habe ich diese Grafik das letzte Mal gefunden, hatten wir eine warme Mini-Erde, 32 warme Erden und 32 warme Supererden, also Planeten, die etwas größer sind als die Erde im Bestand. Das sind die, wo wir sagen, naja gut, da könnte ja was möglich sein. Eine andere Art der Klassifizierung ist der sogenannte Erdähnlichkeitsindex, oder weil es Englisch ist, Earth Similarity Index, ESI. In einem Diagramm eingetragen sehen wir hier wieder, wie viel Wärme bekommt ein Planet von seinem Zentralgestern. Das ist auf der Links-Rechts-Achse eingezeichnet. In der Mitte ist das, was die Erde von der Sonne abbekommt. Also die Erde sitzt hier genau in der Mitte in dem Diagramm. Und nach oben eingetragen ist die Größe des Planeten, sein Radius. Da sehen wir zwei Bänder. Einmal Planeten, die vermutlich eine feste Oberfläche haben. Das sind die Steinplaneten oder Felsplaneten. Und oben eher die Gasriesen, die größer sind. Und wir sehen, wir sind weit weg von diesem Zielbereich, wo der Erdähnlichkeitsindex im Bereich 0,9 bis 1 liegt. 1 heißt, ist supererdähnlich, also der einzige bekannte Planet mit Erdähnlichkeitsindex 1 ist die Erde. Alle anderen haben einen niedrigeren Erdähnlichkeitsindex. Man kann es auch in Prozent ausdrücken. Wie viel Prozent Ähnlichkeit zur Erde haben die Planeten? Stand 2009 war der Planet mit dem größten Erdähnlichkeitsindex Proxima Centauri b, was insofern ganz interessant ist, weil Proxima Centauri, der uns nächstgelegene Stern ist, nur 4,2 Lichtjahre entfernt. Das ist prinzipiell, wenn man sich richtig anstrengt, mit Raummissionen erreichbar, nicht bemannt, aber vielleicht mit entfernten Sonden. Und es gab dann, als klar war, dass dieser Proxima Centauri b relativ erdähnlich ist, auch relativ schnell Überlegung, ob man da tatsächlich mal eine Sonde hinschickt, die vielleicht in 40, 50 oder 100 Jahren ankommt und Daten zurücksenden kann. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was aus diesen Plänen geworden ist. Die Daten, die diese Folgerung erlauben, sehen so aus. Wir haben wieder Punktwolken, wo Astronomen sehr schnell was reininterpretieren können, nämlich diese Wackelbewegung des Zentralsterns. Wir kommen auf eine Umlaufsdauer von 11,2 Tagen für Proxima Centauri b. Abstand vom Stern nur 5% des Abstands Erde-Sonne. Ein Radius von 1,1 Erdradien, das klingt gut, und eine Masse von 1,27 Erdmassen, auch das klingt sehr erfreulich. Hier nochmal ein paar mehr Daten, die das Ganze hergegeben haben. Oder, wie es die Künstler sehen, so könnte es dort aussehen. Gar nicht so schlecht. Das war Stand 2009, seitdem ist einiges dazugekommen in dieser Liste der möglich bewohnbaren Planeten. Der neue Rekordhalter heißt Teegadens Stern b. Teegadens Stern b, nach dem Leiter des Entdeckerteams Teegaden benannt. Das sind die Daten. Da sieht man erstmal wieder nur Rauschen und Zappeln. Auch hier ist der Planet durch seine Bahnbewegung, nicht durch die Bedeckung identifiziert worden. Im Jahr 2018, bis es veröffentlicht wurde, dauerte ein Moment. 4,9 Tage Umlaufsdauer, 1,05 Erdmassen oder mehr, weil wir nicht genau wissen, wie wir auf seine Kante gucken. Also wir wissen jetzt nicht, dreht sich der Planet so oder so. Wir wissen nur, er dreht sich nicht genau in unserer Bahnebene. Und er hat ungefähr Erdradius. Die Temperatur kann man schätzen, je nach verschiedenen Berechnungsmethoden, dürfte so ähnlich, ziemlich ähnlich sein wie bei uns, so durchschnittlich 17 Grad Celsius. Das ganze Ding ist 12 Lichtjahre entfernt. Man könnte also schon mal anfangen, ein Raumschiff zu buchen und zu bauen, was da hinkommt. Aber wir wissen eben nicht genau, wie die Neigung ist. Es könnte auch deutlich schwerer sein. Wir wissen nichts über eine Atmosphäre. Das ist noch Zeit, das herauszufinden. Interessant ist bei dem noch, wenn es dort jemanden gäbe, der oder die mit der Bedeckungsmethode die Sonne beobachtet, würden die ab dem Jahr 2044 für 100 Jahre die Erde als bedecktes Objekt wahrnehmen können, weil dieser Stern sich genau in der Bahnebene Erde-Sonne befindet. Aus deren Sicht wäre es möglich, in ungefähr 100 Jahren die Erde vor der Sonne zu entdecken, wenn dort jemand hinschauen würde. Finde ich ganz spannend. So, was können wir noch? Also wir wissen, es gibt 5000 Exoplaneten. Das ist super. Wissen wir auch, wie die entstehen? Dazu gibt es in unserer Ausstellung auf dem Rathausplatz, wenn ihr da nachher hingeht, so ein wunderschönes Lego-Exponat von dem Teleskop hier, dem Atacama Large Millimeter Array. Mit dem Gerät aus ganz vielen Mikrowellenantennen kann man solche Bilder generieren. Das sind Bilder von jungen Sternen, um die herum
sich Planetensysteme bilden. Ich finde das sensationell, als die Bilder rauskamen. Wir sehen dort die Scheibe Material, die in einer frühen Phase der Entstehung des Sterns eben nicht in den Stern gefallen ist, sondern wie so ein Strudel um den Stern herumkreist und eben nicht nur eine Scheibe, wir sehen da Lücken drin. Und die Lücken, das ist das, wo Planeten entstanden sind und diese Scheibe freigeräumt haben. Also wir können hier wirklich sehen, das sind jetzt eben nicht künstlerische Abbildungen, sondern echte datengenerierte Abbildungen. Wir sehen Fotos von Exoplaneten, die am Entstehen sind. Wir sehen den Planet selbst nicht, aber wir sehen, wo die Planeten ihre Scheibe freigeräumt haben. Ziemlich toll. Die Frage ist jetzt auch noch, können wir vielleicht sogar die Atmosphären von Planeten sehen? Wir haben gesagt, Sternatmosphären erzeugen Linien in unseren Spektren, haben wir gesagt. Ne? Tun das auch Planeten? Die erfreuliche Antwort ist im Prinzip ja. Wenn ich einen Planet an einem Stern vorbeifliegen lasse, gibt es einen Moment kurz zu Beginn der Bedeckung, wo nur die Atmosphäre des Planeten für einen ganz kurzen Moment vor der Sonnenscheibe ist, ja, wo die Bedeckung anfängt. Wenn der Planet eine Atmosphäre hat, dann sehen wir kurz bevor die Bedeckung beginnt zusätzliche Linien im Licht des Sternspektrums, die jetzt hier auftauchen. Zusätzliche Linien. Und diese Linien entstehen durch die Moleküle und Gase und Atome in der Atmosphäre eines außersolaren Planeten. Das könnte dann so aussehen, wenn man es richtig gut messen kann, würde man diese Zappellinien sehen. Tatsächlich geht es hier um so schwierige Messungen, dass man nicht diese Zappellinie sehen würde, sondern diese kleinen Punkte, die da drauf zu erkennen sind. Mit was könnte man das messen? Die ESO baut gerade in Chile das European Large Telescope, ein 30 Meter durchmessendes Spiegelteleskop, was in der Lage sein wird, genau diese Momente abzupassen und so viel Licht zu sammeln, dass man Spektren generieren kann. Ein anderes Gerät, was das jetzt schon kann, ist das James-Webb-Teleskop, das neue große Weltraumteleskop, das letztes Jahr im Sommer gestartet ist. Und da ging vor 2 Wochen dieses Spektrum durch die Pressemitteilung. Da hat man auch gesagt, wir haben Bestandteile von potenziell lebensanzeigenden Gasen in der Atmosphäre um einen Exoplaneten gefunden. Das Bild ist insofern ein bisschen geschummelt. Die blaue Kurve, die hier so nach richtig tollen Messdaten aussieht, ist eine Simulation dieser Atmosphäre, die am besten zu den Messdaten passt. Die Messdaten sind diese weißen Punkte mit den großen Fehlerbalken. Alle Bestandteile, die dort als potenzielle Lebenssignale auftauchen, sind einigermaßen gesichert drin, bis auf den letzten. Da steht Dimethylsulfid, DMS. DMS ist sowas wie Furz- und Mundgeruchgas, also das ist das, was im Wesentlichen von Bakterien erzeugt wird und unangenehm riecht. Und das wäre ein ziemlich guter Indikator dafür, dass man sagt, es gibt da wohl irgendwie mikrobielles Leben. Das sieht man in diesen Daten aber nicht wirklich. Das ist hochgradig abhängig davon, welche Annahmen man bei der Datenanalyse macht. Man kann es nicht ausschließen, dass es da DMS gibt, aber es gibt keinen Hinweis darauf, dass es wirklich vorhanden ist. Und das war in den Pressemitteilungen möglicherweise in den letzten 2 Wochen etwas sehr optimistisch dargestellt. Also das ist prinzipiell möglich. So, was wissen wir also? Wir wissen, wie man Planeten entdeckt. Wir kennen 5500 Planeten um andere Sterne. Wir haben noch 3500 in der Hinterhand von einer anderen Weltraummission, wo gerade überprüft wird, ob da Planeten dranhängen. Also wahrscheinlich sind es 10.000 da, wo wir bisher hingeschaut haben. Und wir haben ja erst einen ganz kleinen Bereich angeschaut. Die Frage ist nun, wie viele Planeten mit intelligentem Leben gibt es möglicherweise? Und dazu hat der Astronom Frank Drake schon vor einigen Jahrzehnten eine Gleichung aufgestellt, die genau das versucht, anhand der uns bekannten Informationen auszurechnen. Jetzt kommen wir so ein bisschen in den spekulativen Bereich. Zunächst mal, wie könnte man das ausrechnen? Was müssen wir wissen? Wir müssen wissen, wie viele Sterne gibt es in so einer Galaxis. Das kann man ausrechnen dadurch, wenn man sagt, naja, wie viele entstehen pro Jahr und wie lange leben die üblicherweise. Auf die Art kann man auch ausrechnen, wie viele Menschen gibt es. Wenn ich weiß, 1000 Menschen werden in einer Stadt pro Jahr geboren und die leben durchschnittlich 80 Jahre, dann weiß ich, die Stadt hat dann 800.000 Einwohner. So. Dann müssen wir überlegen, wie viele kommunizierende Zivilisationen gibt es. Naja, das kriegen wir raus, indem wir sagen, die Entstehungsrate einer Zivilisation mal der Lebensdauer einer Zivilisation. Genau dasselbe Prinzip. Ne? Wie häufig entstehen neue Zivilisationen? Wie lange leben die? Wenn eine technische Zivilisation 1000 Jahre lebt und es entsteht alle 1000 Jahre eine, dann haben wir zu jedem Zeitpunkt eine im Mittel. Wenn eine technische Zivilisation 10.000 Jahre lebt und alle 1000 Jahre entsteht eine, dann haben wir immer 10 in dem jeweiligen Pool. Könnt ihr euch vorstellen. So, wie rechnen wir das aus? Das ist die Sternentstehungsrate mal der Wahrscheinlichkeit, dass es einen Planeten um das Sternsystem gibt.
mal der Wahrscheinlichkeit, dass der Planet in dieser bewohnbaren Zone liegt, also nicht zu dicht und nicht zu weit weg. Mal der Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich Leben entsteht. Das wissen wir nicht. Auf der Erde hat es geklappt. Wir haben keine Ahnung, ob allein die Tatsache, dass ein Planet sich in der Ökosphäre befindet, ausreicht, dass Leben entsteht. Mal der Wahrscheinlichkeit, dass das Leben auch intelligent ist, wobei mit intelligent gemeint ist, kann Funkgeräte bauen. Und dann noch mal der Wahrscheinlichkeit, dass das Leben überhaupt kommunizieren möchte, also die Funkgeräte einschaltet. Das ist also unsere Drake-Gleichung. Wir setzen mal ein paar Werte ein. Bei der Entstehungsrate von Sternen in der Milchstraße sind wir uns einigermaßen sicher, dass so 4 pro Jahr entstehen. 1 bis 10. Sind Astronomen zufrieden mit der Genauigkeit. Also 4 pro Jahr. Wir sind uns auch einigermaßen sicher, dass die Hälfte der Sterne Planeten enthält. Die andere Hälfte hat Doppelsterne. Dass ein Stern wirklich komplett allein ist, so ein Gasball, und gar nichts drumherum ist, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Weil die Dinger entstehen immer dadurch, dass sich Gas zusammenzieht. Es kollidiert, komprimiert sich was zu einem Stern und drumherum bleibt diese Scheibe übrig, die wir gesehen haben. Und aus dieser Scheibe ist dann so ein bisschen Zufall, was entsteht, ob da ein zweiter Stern entsteht, der um den Stern kreist, oder ob Planeten entstehen. Wahrscheinlich entstehen sogar immer Planeten. Wenn aber dann zwei Sterne entstehen, dann werden die Planeten rausgekegelt, weil dieser wilde Tanz der Sterne das Ganze gravitationsmäßig durcheinander wirbelt. 1% der Sterne liegt vielleicht in dieser bewohnbaren Zone. Das haben wir jetzt schon mit Statistik so ein bisschen da. Wir haben 5000 Planeten gefunden, 50 davon liegen ungefähr in der bewohnbaren Zone, also 1% der Planeten liegt da drin. Wir wissen überhaupt nicht, ob die Ökosphäre Leben ergibt oder nicht. Nehmen wir mal 50% an. Tut's nicht, Münzwurf. Sehr unsicherer Wert. Dann behaupten wir, naja gut, wenn es Leben gibt, können die auch irgendwann Handys bauen. Ziemlich sicher. Und wenn sie Handys bauen, können sie den Sabbel nicht halten und kommunizieren, gehen wir auch von 100% aus. Dann vielleicht ein etwas pessimistischerer Wert, das können sie nur 400 Jahre lang, bis dahin haben sie ihren Planeten kaputt gemacht. Das ist ein optimistischer Wert vielleicht auch, wir wissen es nicht genau. Und wenn wir das Ganze ausrechnen, kommen wir auf 4 Zivilisationen in unserer Milchstraße. Das würde heißen, die haben einen mittleren Abstand von 20.000 Lichtjahren. Das sehen wir schon ein gewisses Dilemma, ne? Wir können etwas optimistischere Werte ansetzen, dann kommen wir vielleicht auf 500 Zivilisationen in unserer Milchstraße mit 1500 Lichtjahren Abstand. Wenn das so wäre, stellt sich die Frage, wo sind die denn? Warum sehen wir keiner? Und da kommt uns nämlich die Lichtgeschwindigkeit so ein bisschen ins Problem. Wir wissen, wenn wir unser Handy hier anschalten, dann kommt beim Außerirdischen das Signal erst in einigen Jahren, Jahrhunderten, Jahrzehnten an, weil das Signal sich nur mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet. Hier sehen wir eine Zeichnung, die unsere Milchstraße darstellt. Da, wo Sun steht, ist die Sonne, da sind wir. Und ich zeichne jetzt mal ein, bis wohin unsere Radiosignale, die wir seit ganz grob 100 Jahren ausstrahlen, so als Lärm, bis wohin die gekommen sind, nämlich bis da. Sieht man den Unterschied? Da ist so ein ganz kleiner blauer Punkt. So weit haben wir bisher Radiosignale rausgeschickt. In 1500 Jahren sind wir so weit gekommen mit unseren Radiosignalen. Vielleicht waren es auch 1000, ich weiß nicht mehr, welchen Kreis ich genommen habe. Ist vom Prinzip aber auch egal. Also, in 1000 Jahren sind unsere Radiosignale in der Milchstraße so weit gekommen. Das wäre in 900 Jahren. Also, 100 Jahre senden wir schon, 900 Jahre weiter. Gehen wir mal davon aus, dass dann irgendwie Schluss ist, weil Energieverbrauch, keiner will mehr Handys, wir entscheiden uns dagegen oder die Zivilisation ist zusammengebrochen. Dann laufen diese Radiosignale so als Kreis weiter. Es kommen keine neuen. Das heißt, es gibt dann einen Ring von den vergangenen Radiosignalen, Lebenssignalen unserer Sonne, der sich weiter nach außen ausdehnt. Nur die, die zufälligerweise genau dann lauschen, wenn dieser Ring vorbeiläuft, können uns auch wahrnehmen. Das können wir jetzt mal mit ein paar anderen auch noch einzeichnen. Unser Ring, noch ein anderer Ring, so, da noch ein Ring und da noch ein Ring. So könnte zum Beispiel von oben die Situation in der Milchstraße in 30.000 Jahren aussehen. Wir haben aufgehört zu senden, haben so einen dünnen Streifen, wo wir 500 Jahre lang Radiosignale gesendet haben. Da rechts oben war eine Zivilisation, die hat es ein bisschen länger geschafft, deshalb ist der Kreis dicker. Da links im dem Arm, dessen Namen man gerade nicht sehen kann, die haben auch so etwa 1000 Jahre gesendet. Und ganz links ist so eine kleine frische Zivilisation, die hat vor 500 Jahren angefangen zu senden, aber keiner sieht den anderen. Alle senden was raus, die sind da. So ist die Situation mit fünf sendenden Zivilisationen, die für ein paar hundert Jahre, vielleicht 1000 Jahre
gesendet haben. Ja, gibt es jetzt nun da draußen wen? Sind wir allein im Universum oder nicht? Das war jetzt ja nur die Situation in unserer Milchstraße. Und jetzt kommen wir in den Bereich, wo wir keine echten messenden Aussagen machen können, außer vielleicht dieses Bild uns anzuschauen. Das ist ein sogenanntes Deep Field, eine Aufnahme von einem Bereich im Himmel, wo keine Sterne unserer Milchstraße zu sehen sind. Alle Punkte, die wir hier sehen, sind Galaxien, wie unsere Milchstraße, mit Milliarden von Sternen. Also an jedem dieser Punkte könnten wir auch wieder diese Drake-Gleichung ausrechnen und kommen auf irgendwas zwischen 4 und 100 Zivilisationen dort gleichzeitig. Aber so weit weg, dass wir wegen der Signallaufzeit dort nichts von sehen können, sehen werden. Wenn ihr über diese Planeten selbst nachschauen wollt, wie der aktuelle Stand ist, das sind so 4 gute Webseiten, findet man beim Googlen auch sehr schnell, wo die Planetendaten zu finden sind. Ja, aber was kann man sonst machen? Man kann auch selbst mitsuchen. Es gibt ein Nachfolgeprojekt von Kepler, das heißt TESS. TESS ist ein Weltraumsatellit, der der Planeten anschaut und weiter nach diesen Dips sucht. Und man kann in diesen Daten als Laienastronom, Astronomin reingehen und sagen, liebe Profis, ich sehe hier so einen Dip. Die sind nämlich fürs menschliche Auge super leicht zu erkennen. Computer können das nicht ganz so gut. Und kann eintragen, hier sehe ich was, schaut euch das mal genauer an. Müssen wir überhaupt zu anderen Sternen gucken? Galileo Galilei hat, als er sein Teleskop das erste Mal an Jupiter gerichtet hat, die 4 galileischen Monde, die 4 Jupitermonde entdeckt. Io, Europa, Ganymed und Callisto. Und von denen wissen wir, dass die auch ganz interessant sind bei der Frage, sind wir allein im Universum oder nicht? Die Oberfläche des Mondes Europa zeigt solche Eisstrukturen, die ganz ähnlich sind, oder solche Knackstrukturen, weiße Strukturen mit Rissen drin, die sehen ganz ähnlich aus wie Eis auf der Erde, also hier so eine Gletscherzunge in der Antarktis. Wenn man dichter ranschaut, sieht man Eisverwerfungen auf Europa. Also es könnte ganz interessant sein, zu überlegen, sich diesen Eisplanet anzuschauen. Denn dadurch, dass Europa dicht an Jupiter dran ist, gibt es da auch sehr starke Gezeitenkräfte, die diesen Planeten durchwalten. Dadurch entsteht Wärme und möglicherweise gibt es in diesem dunklen, blauen Kugelschalenteil auch flüssiges Wasser. Also möglicherweise gibt es da einen Ozean unter dem Eis. Wäre ja denkbar. Wäre auch denkbar auf dem Planeten, auf dem Jupitermond Ganymed, der vielleicht so aussieht. Und um das rauszukriegen, ist eine Weltraummission unterwegs, die JUICE-Mission, die im Jahr 2035, glaube ich, an Jupiter ankommen soll, ganz komplizierte Umlaufbahn, dahin zu kommen. Und dann Messungen reinschauen und am Ende soll die einschlagen auf Ganymed, damit wir gucken können, wenn wir da einschlagen, kommen wir durch irgendeine Kruste durch und was sehen wir da? Also so eine Art letzte Messung. Ja, ich hätte gerne nochmal das Meinungsbild. Steht nochmal alle auf, aufwachen. Bitte nochmal Licht auf den Saal, genau. Die gleiche Frage. Wer von euch meint, die Erde ist der einzig bewohnte Planet? Bitte wieder hinsetzen. Ja, das sind deutlich weniger als vorhin. Wer meint, es gibt einige wenige andere Bewohnte? Ja. Ja. Okay, und zahlreich weitere Bewohnte ist dann der Rest. Ich glaube, ich habe gesehen, dass einige von euch von C nach B umgeschwenkt sind. Das ist so das, was ich gesehen habe. Also, wir haben 5523 Planeten um andere Sterne entdeckt. Die alten Zahlen habe ich hier mal durchgestrichen von den letzten Jahren, als ich diese Information weitergegeben hatte. Das ist also sprunghaft gestiegen, vor allem durch die Kepler-Mission. Etwa 63 erfüllen grob die Bedingungen für uns bekanntes Leben. Wir wissen aber nichts. Mit den neuen Teleskopen werden wir früher oder später Planeten finden, die in der bewohnbaren Zone liegen. Wir wissen noch nicht, was auf den Jupitermonden los ist. Und wir wissen, das Universum ist sehr groß. Ob wir jemals Kontakt herstellen können, das will ich zum Abschluss vielleicht nochmal mit diesem Comic beantworten. Orakel, sind wir allein im Universum? Ja. Also gibt es da draußen kein Leben? Doch. Die sind auch allein. Dankeschön. So, vielen Dank, Jens. War sehr unterhaltsam und sehr spannend. Gibt es Fragen an unsere Sprecher? Da sehe ich eine Frage.
Bitte auf Mikrofon warten, weil es auch gestreamt wird. Einfach weiterreden. Es geht um die Wahrscheinlichkeit, dass das Leben, das da draußen vielleicht irgendwo ist, dass es dann auch intelligent ist. Denn das hatten Sie einfach mit 100% in der Beispielrechnung eingesetzt. Genau. Und wenn ich jetzt denke, auf der Erde, wo wir jetzt wissen, hier ist Leben und einigermaßen intelligent, hat das auch fast 4 Milliarden Jahre gedauert, bis aus der ersten lebenden Zelle, sowas wie eine menschliche Zivilisation entstanden ist. Das ist das Spannende an dieser Gleichung. Die Dauer, die es braucht, bis das Leben intelligent wird, spielt da keine Rolle. Die Frage ist nur, wird es irgendwann einmal intelligent? Das ist der Vorteil an diesen Ratengleichungen. Wir wissen, es entsteht ein Planet. Es ist optimistisch mit 100%, das stimmt. Wir wissen es einfach nicht anders. Das einzige Sample, das wir haben, ist die Erde. Da hat es geklappt. Tatsächlich gibt es eine Untersuchung von 2018, wo man die Wahrscheinlichkeit nochmal getuned hat und kam da auch wirklich auf noch niedrigere Werte. Das ist völlig korrekt. Also die 100% sind optimistisch gerechnet oder pessimistisch, je nachdem aus welcher Sicht. Ja. Okay, ist geraten. Ja, weitere Frage hier im Publikum, hier vorne. Kann es nicht vielleicht auch sein, dass es anderes Leben als auf der Erde gibt? Das heißt, dass es nicht so ist wie die Menschen, sondern vielleicht gar keine festen Körper hat, sondern auch auf anderen Planeten lebt, die wir jetzt nicht mit uns in den Betracht gezogen haben. Genau, also würde ich nicht ausschließen wollen, ganz klar. Es gibt sogar ein Fach, nennt sich Astrobiologie, was genau solche Fragestellungen bearbeitet, ob das Leben da prinzipiell möglich ist. Damit Leben funktioniert, muss man ja chemische Reaktionen erzeugen können. Das ist so das Minimum, wo wir uns einig sind. Man muss Informationen verarbeiten können. Das sind so irgendwie die Definitionen von Leben. Und das geht nur mit bestimmten Molekülen. Zum Beispiel auf Siliziumbasis könnte man das im Prinzip auch bauen. Da sind aber die Reaktionszeiten von siliziumartigen chemischen Reaktionen so langsam, dass alles auf Zeitskalen von Jahrzehnten, Jahrtausenden und noch viel länger passieren würde. Das ist unwahrscheinlich zu meinen. Was bei gasförmigen Planeten ist, so globberige Quallenwesen in der Jupiteratmosphäre, ist so eine typische Science-Fiction-Idee, die dahinter steht. Weiß ich nicht genau, was die Astrobiologen dazu sagen, aber das ist sehr, sehr weit weg von der Vorstellung, die wir jetzt haben. Bei uns auf der Erde ist ja jegliches Leben ein zelluläres Leben, was irgendwann mal in solchen, wir sind ja alles auf diesen Zellen aufgebaut, so Legosteinartig. Das wiederum wird man in einer reinen Gasumgebung zum Beispiel sehr, sehr schwer hinbekommen. Insofern fehlt vielen mir auch, wenn man es ernsthaft betrachtet, eine Idee, wie da diese Art von Informationsverarbeitung, Fortpflanzung und so weiter komplett anders funktionieren kann. Wenn es die geben sollte, hätte die aber auch den Nachteil, dass deren Handys vermutlich nicht zu unseren passen. Also selbst wenn es sie gäbe, würde es noch schwieriger sein, die zu finden. Deshalb suchen wir so ein bisschen erstmal nach was, was ähnlich ist, wie das, was wir kennen. Ja, so hier vorne haben wir eine ganze Reihe von Fragen. Und dann noch eine da und dann ist wahrscheinlich die Zeit um. Aber wir versuchen, die vier abzuarbeiten. Warum, also wenn ein Planet schwer ist, warum kann man nicht dann drauf leben? Weil die schweren Planeten gleichzeitig die Eigenart haben, solche großen Gasplaneten zu sein, so wie bei uns im Sonnensystem Jupiter und Saturn. Das heißt, da gibt es eine feste Oberfläche, aber die ist so tief im Inneren des Planeten, dass die Bedingungen an dessen Oberfläche ganz kritisch sind. Sehr hoher Druck, sehr unangenehme Temperaturen und eine ganz komische Zusammensetzung. Also wir brauchen Planeten, die nicht viel schwerer sind als die Erde, damit die relativ ähnlich sind. Hat man denn schon anderes Leben entdeckt? Nein. Was ist eigentlich, wenn die anderen Wesen nicht sprechen können, sondern nur Zeichensprache? Boah, da kann man sich aber einigen. Also es gibt so ein paar grundlegende Kommunikationsideen, zeigen, andeuten, was man machen möchte. Natürlich, wenn man sich nur über Funk unterhält, ist das noch schwieriger. Aber da gibt es auch einen ganzen Forschungszweig, der überlegt, wie man Nachrichten verschicken kann, die eine einigermaßen intelligente Empfängerstelle dekodieren kann. Das wird natürlich kein vertieftes Gespräch über die neuesten Kochrezepte oder so sein, nur mehr so ein, hier bin ich, ah, hier bin ich, danke, tschüss. Und dann ist man auch schon als Zivilisation wieder am Ende. Sie sagten ja eben halt, dass wenn zwei
Sterne umeinander kreisen, dann kegeln eben halt diese, werden diese Planeten rausgekegelt. Was passiert denn mit denen? Es gibt tatsächlich Planeten, die ohne Sterne durch die Milchstraße geistern, hat man auch schon gefunden. Die haben so ein bisschen das Problem, dass die Temperatur unangenehm ist, nämlich auf der kalten Seite, weil fehlt das Zentralgestirn. Gibt es aber. Gibt es einen spannenden Podcast auf weltderphysik.de dazu, den wir vor ein paar Monaten produziert haben. Da mal reinhören, da gibt's was. Ja. Kurze Frage, also könnte es jetzt auch passieren, dass zum Beispiel aus irgendeinem anderen Planeten auf einmal jetzt irgendwelche sozusagen Außerirdischen herkommen? Naja, das Problem ist ja, wo sollen die herkommen? Wir müssten ja diese Planeten finden und die müssten dann auch zu uns herreisen. Und da haben wir genau dieses Problem, was ich mit diesen Ringen in der Milchstraße gezeigt habe. Wir können nicht schneller als Lichtgeschwindigkeit reisen. Das heißt, die können auch nicht schneller als unsere Radiosignale sein. Wir können sicher sein, wir hören die Außerirdischen, bevor wir denen die Hände schütteln. Ja, das geht schnell, wir können wirklich weitermachen. Wie häufig ist es, dass zwei Sterne gleichzeitig entstehen? Also die Doppelsterne entstehen ungefähr, ich weiß die genauen Zahlen jetzt nicht, aber so etwa in der Hälfte der Fälle. Die entstehen ja nicht gleichzeitig nebeneinander, sondern aus derselben Wolke. Wir haben eine Wolke, der erste, dickere der Sterne zieht sich zuerst zusammen, ist so ein bisschen wie der Staub unterm Sofa. Das Zeug sammelt sich zusammen und ballt sich unter der Schwerkraft zusammen und dann entsteht halt noch ein zweiter, wenn die Struktur dieser Gaswolken passend ist. Und das scheint so Hälfte etwa zu sein. Pi mal Daumen. Was ist, wenn jetzt zum Beispiel beim Jupiter wenn die jetzt unterirdisch leben? Wäre denkbar, kommen wir nicht ran. Also ist zu tief unten, schaffen wir nicht hinzukommen. Das können wir nicht ausschließen. Deshalb machen wir ja auch diese Missionen zu den Jupitermonden, wo wir noch eher sagen, das könnte noch ähnlicher sein zu dem, was wir kennen, wo wir wissen, dass es funktioniert hat. Deshalb überlegen wir, ob in diesem Wassereis auf diesen Jupitermonden vielleicht Bakterien oder so entstehen. Also was wir ziemlich sicher sagen können, da gibt es jetzt keine Zivilisationen, die Highlights der Physik veranstalten. Wir reden jetzt eher bei dem, was wir in der Jupiternähe erwarten, um Einzeller, Bakterien, Algen, irgendwas, was lebensähnlich ist, was vielleicht hochspekulativ denkbar wäre. Sie hatten ja gesagt, dass durchschnittlich im Jahr 4 neue Sterne entstehen. Ja. Ist diese Rate stetig oder wird sie in Zukunft sinken oder war sie vorher höher? Sie war früher auf jeden Fall höher. Es gab eine Phase der Sternentstehung relativ früh in der Zeit des Universums. Aber in den Zeiträumen, die uns jetzt interessieren, ist die konstant. Die ändert sich eher auf Millionen oder Milliarden Jahren. Und im Moment sind wir eben so bei 1 bis 10 pro Jahr in der Milchstraße. Das sind diese Gebiete, die sehen auf den Astrofotos immer schön aus, wo diese Gasnebel sind, so fingerartige Strukturen. Und in diesen Gasnebeln an den Spitzen entstehen dann solche neuen Sterne. Man hat ja gesehen, dass im Jupiter ein Raumschiff da war. Und das waren ja sehr viele Gase insgesamt, um erstmal auf die Oberfläche zu kommen. Wie ist das eigentlich entstanden? So. Wie ist was jetzt entstanden? Also das mit den Gasen beim Jupiter. Ach so, das kam auch aus der Planetenentstehung. Da können wir auch stundenlang drüber reden. Also genau wie unsere Erde aus so einer Scheibe entstanden ist, Material hat sich zusammengezogen, so ist das auch bei Jupiter entstanden. Und je nachdem, wie die Zusammensetzung ist, wie viel Material das ist, entstehen halt immer etwas unterschiedliche Planeten. Jupiter ist anders als Saturn, anders als Uranus, anders als Neptun. Die Farben sind anders, die Temperaturen sind anders. Und aufgrund der Mischung, die halt da war, ist genau das entstanden. Ist so ein bisschen wie wenn du eine Lego-Kiste hast, eine gebrauchte, und da sind viele blaue und rote Steine drin, dann baust du vielleicht irgendwas blau und rotes, und wenn du grün hast, baust du einen Waldteil, hast du schwarze Steine, baust du einen Star Wars-Teil zusammen. Also je nachdem, was da ist, das entsteht dann auch. Ich sehe noch da hinten eine Frage. Warum forschen wir in so weiter Entfernung, wenn wir sowieso nicht die Ressourcen haben, um dort hinzukommen und es weiter zu erforschen? Warum baust du ein Opernhaus, wenn du gar keine Opern hören willst? Nein, also das ist im Prinzip, dahinter steckt die Frage, warum machen wir Grundlagenforschung? Das ist so eine Grundsatzfrage, wir als Menschheit wollen einfach Dinge herausfinden. Einige Sachen, die wir herausgefunden haben, bringen dann sinnvolle Resultate, Smartphones, Teflonpfannen, Induktionsherde, das sind so Sachen, die dabei mit entstehen. Andere Sachen sind einfach nice to know. Es ist schön zu wissen, was sind das für helle Lichtpunkte abends, nachts am Himmel. Es
Wir wissen ja auch von vornherein nicht, als wir angefangen haben nachzugucken, gibt es überhaupt diese fremden Planeten, wie viele gibt es und so. Vielleicht liegen wir auch völlig falsch bei irgendeiner Einschätzung. Vielleicht sind es noch viel mehr und vielleicht sind auch um uns herum dann doch, wenn wir noch genauer hinschauen, Dinge zu erfinden. Wir wissen es einfach noch nicht. Aber momentan ist die Frage, wir haben diese Neugier, wir wollen es rauskriegen und wenn wir es wissen, ist es halt schön zu wissen. Sie haben gesagt, Sie haben angenommen, dass eine... dass eine Zivilisation vielleicht 1500 Jahre leben könnte. Was ist, wenn es eine Zivilisation gibt, die diesen Zeitraum mit Weiten, also Millionen oder Milliarden Jahre überdauert? Könnte, also wie wahrscheinlich wäre das erstmal? Können Sie da eine Aussage darauf treffen? Und wie, was würde dann passieren? Könnten dann nicht zwei Zivilisationen, die diesen Status erreichen, sich gegenseitig entdecken? Ja, könnten sie. Also wenn es eine so langlebige Zivilisation im Sonnensystem gäbe, könnte man auch annehmen, dass die sich schon verbreitet haben. Wenn die wirklich über Millionen oder Milliarden Jahre bestehen würde, dann ist die Chance auch recht groß, dass man Raumsonden hat und weitere Standorte erzeugt. Die haben wir bisher nicht gefunden, also spricht nichts dafür. Erstmal so grundsätzlich. Und bei dieser Arbeit, die ich erwähnt hatte, die sehr pessimistische Zahlen für die Drake-Gleichung annimmt, da kommen, also wenn man von allen Einzelwerten die Wahrscheinlichkeitsverteilung der bisher bekannten Messwerte annimmt, aber es sind eben diese hochspekulativen, ist es intelligent, wie lange lebt die Zivilisation, da haben wir einfach keine Samples drüber, da ist die Schwankungsbreite der Werte halt extrem groß. Man kann da auch 10 Millionen Jahre annehmen, dann leben die halt lange, dann ist die gesamte Milchstraße voll mit Lärm dieser Zivilisationen, aber die haben wir eben noch nicht gesehen. Und mal ganz ehrlich, also wenn die intelligenten Zivilisationen ähnlich intelligent sind als wir, wie wir, dann ist es halt auch schwer anzunehmen, dass da was Vierstelliges als Sendezeit rauskommt. Und die letzte Frage, die Zeit läuft. Also nochmal kurz zu dieser Frage zurück. Es entsteht ja immer das, was gerade da ist. Heißt das, dass nichts im Weltraum reproduzierbar ist? Dass nichts genauso ist wie ein anderes? Genau. Weil immer was anderes da ist? Genau, das ist einfach eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Das können wir auch schon wieder mit Lego beantworten. Wenn ich allein schon 20 Lego-Steine nehme und versuche, alle Varianten rauszukriegen, wie ich die zusammenbauen kann, bin ich schon in wahnsinnig großen Zahlen. Und das sind wirklich nur 20 verschiedene Lego-Klötze. Die kann ich unterschiedlich zusammenbauen und so. Das klappt einfach nicht. Genau wie es keine zwei identischen Menschen gibt, keine zwei identischen Sandkörner. Das reicht auch schon völlig aus. Die kriegt man nie genau so hin. Ja. So, ich freue mich sehr, dass es so viele Fragen gibt, interessante Fragen, auch provokative Fragen. Und deswegen haben wir unser Zelt auf dem Rathausplatz, wo weitere, weiß ich nicht, 50 Wissenschaftler stehen und Wissenschaftlerinnen, und die werden gerne diese Frage auch beantworten und noch ein paar Beispiele zeigen. Also bitte da gehen und die Löcher in Bäuche von den Leuten da machen mit den Fragen. Vielen Dank an Jens. Er verdient sicherlich noch einen Applaus am Ende. Dankeschön. Einen schönen Tag.